Ja, howdy fellas und willkommen zurück hier zu Red Dead Redemption 2 mit Arthur Morgan, der die Augen so ein bisschen zusammenkneift. Ist ein bisschen hell hier drin, ne? Huch, mein Gott, wer kommt hier? Sowas. Ja, hier in Saint-Denis sind wir. Ne? Letztes Mal ja so ein bisschen rumgehangen hier in Saint-Denis. Die Sklaven befreit und... Was? Ach, der Buchverkäufer da drüben. Natürlich, ja, ja, nee, das Geschrei wollen wir uns nicht anhören. Ja, dann waren wir noch im Stall, dann haben wir den Bronte oder so noch gesucht, ne? Dann haben wir uns von ein paar Kids verarschen lassen. Ach ja, was man halt so macht hier. Und ja, wir haben dafür gesorgt, dass die Barbe-Innung hier in der Stadt fleißig mit Aufträgen versorgt ist. Ja, genau, so kann man es glaube ich nennen. So, wir haben ja einiges am Start. Hier ist einmal Dutch, dann haben wir hier Bruder Dawkins. Genau, das war der Typ mit den Sklaven. Und hier haben wir... Eine fremde Person, das klingt doch gut. Da können wir mal hinschauen. Zur fremden Person. Soll ich da... Ach komm, ist da was? Wir laufen. Warum nicht? Wir laufen mal eine Runde. Nicht immer bloß wild durch die Gegend reiten, sondern einfach mal ein bisschen... Hey there! Hey there! So was. Aha. Na, man hat sogar Zeit, hier so ein paar... Blümchen an den Start zu bringen, wobei die sehen mir jetzt schon ein bisschen artverwandt aus mit dem Zeug, was man in Green Hell findet. So eine kleine Ähnlichkeit ist vorhanden. Naja. Hallo. Hallo. Ma'am. Ma'am. Genau. So, was haben wir hier? La Bourdette. Aha. Naja. Da ist Lichtspielhaus, oder? Da drüben. Huch, was ist jetzt los? Ach Gott, ja, ja, natürlich. Autosave, ganz vergessen. Ihr seht, ne? Neue Aufnahme, genau. Was haben wir hier? Ah ja. Dramen und Komödien. Na, das ist ja toll. Ganz toll. Was ist? Benjamin. Benjamin, genau. Benjamin Lazarus. Aha. Lazarus. Klingt gut. Komm, was soll's, ist doch wurscht. Schauen wir es uns an. Oh, hello. Na, was? $2? Na gut, wir sind in der Großstadt, okay. Take it for one, please. The Theater Ralur awaits you behind those doors. Ralur Theater, ja, ja, was ein Theater. Also schauen wir doch mal. Hier ist aber wenig los, ne? Da geht's lang, okay. Keine Menschenseele. Ja gut, die sind wahrscheinlich alle schon in der Vorstellung drin. Hier dann die Bar. Genau, dann kann man danach noch einen Schnaps kippen oder sowas. Tja, kann ich nicht mal mitnehmen. Die Kasse kann ich auch nicht leer machen, oder? Na, verdammt. Ist ja blöd. Na gut, dann geben wir uns halt den Mr. Lazarus. Yes, thank you, thank you. Jesus, mein Gott, schaut mal, wie voll hier ist. Welcome. Welcome, everyone. I am your host, Aldridge T. Abington. Thank you. Yes, Aldridge T. Abington. Few men have had a career more crowded with incident and various intercourse with the world than I. During extensive travel through this and foreign lands, I have procured a show so fantastical, there exists nothing like it. Anywhere. In an effort to bring this entertainment to even the poorest dreamer of dreams, I have determined the ticket price should be very low, and the show held without a profit. To me, it's true. For it is blessing enough to bring these gifted artists to you. Ja, wir machen gleich eine Spendensammlung. Wir kommen die Tränen. I discovered this next act in a tiny village in Italy, truly the most exotic of places in the world. He was just a 10-year-old boy. I raised him. I bathed him. I shaved him from head to toe. He is truly a wonder to behold. Presenting Benjamin Lazarus.
And mystical prowess, my dear ladies and gentlemen. Now, it's an unfortunate fact that in this mortal coil we are all born to suffer from all manner of maladies in daily life. Who here has not had a friend or loved one near death's door, from coal gas fumes, typhoid fever, diphtheria, or the bite of a rabid animal? The greatest wealth is your health. All the gold in the world cannot purchase it, and yet it is the most delicate and tenuous of all life's gifts. And nothing knocks down death's door faster than this. A man cannot outrun a bullet. Many fools have tried and failed in this endeavor, including the tonic salesman I caught bedding my wife. I joke. I assure you, he has met his maker and they are playing gin rummy among the molten lava of Hades. Oh, I have traveled all around the world, delighting young and old with all manner of feats of amazement, but none are as dangerous as what I am prepared to attempt tonight. Oh, I can't wait. I will hand this Didi Packenbush revolver over to my assistant and stand at considerable distance across the stage. She will point the revolver at my head and pull the trigger using lightning-quick reflexes taught to me by a tiny man I met in the distant Orient. I will catch the bullet in my teeth. Yes, my teeth. To prove that these are indeed live rounds, if my sharpshooting assistant would be so kind as to shoot this bottle of Lally Cola off my head. This is insane. Yeah! Off my head. Here we go! Careful. Yeah. I could do without a bullet in the brain right now. Okay. Oh my god, you're what? Oh my god! Sweet Jesus. What's going on here? That bit always scares me. Now, observe as I, the great Benjamin Lazarus, will do what no man has ever done and cheat death as if it were nothing. What is he doing? Christ. Da war gar keine. Ne, da hat man gar keine Projektierspul gesehen. Thank you. This is a terrible show. Let's do that again. Ja, beim ersten Schuss hat man die Projektierspur gesehen, inklusive Rauch, beim zweiten nicht. You're pulling my leg. This is a bunch of dang balderdash. Ah. A skeptic. Sehr gut. I'm Benjamin Lazarus. I assure you, I am not participating in some hoax or carnival ruse. These bullets are 100% real. In fact, I challenge any member of the audience to come forward with their own firearm, and I will yet again display my uncanny skill to catch a bullet in my teeth. Ja, ich melde mich freiwillig. Is no one man enough? Los, komm! Einer aufstehen! Ja, komm, da muss ich hin. Someone stand up and take a shot. Okay, okay. If nobody else is gonna expose this phony, then I will. Ah, du gehörst doch zur Show. You are a good shot, sir. Komm, ich nehme deinen Platz weg. Na, verdammt, es geht nicht. Excellent, my good man. Now, ready? Take aim. Oh, the fight is too low. And fire. Is he okay? Okay, diesmal hat man die Spur gesehen. Ganz toll. Was? Arthur, hör auf. Doppelter Preis? Bist du doof? Niemals.
Du gehörst doch zur Show, Junge. Hm? Ich habe $2 bezahlt. Kriege ich da auch Loge oder sowas? Moment. Du hast gar keinen Sitzplatz. Hast du bezahlt? Yes! Yes! Truly a feat of incredibility. I told you that boy would bring you all manner of personal satisfaction. He certainly does me. Now, I discovered this next remarkable woman in a lost jungle, deep in the wilds of Colombia, where they do not wear clothes. She breathes fire. Yes, she does. And for those with the universal and not unworthy curiosity, yes, I can attest, she does emit fire from almost every orifice in her body. Presenting Antoinette Sanservino! Ja, mal schauen, was das jetzt wird. Das erinnert mich total an GTA 4 damals, in Perestroika. Diese Shows. Ah, jetzt kommt. Jetzt kommt das Flamme de Inferno. Zyniker würde sagen, die Frau hat soeben geheiratet. Aber das wären natürlich Klischees, ne? Na gut. Wir haben $2 gezahlt, 2 Shows gesehen, das reicht. Oh, incredible. It's still hot in here, huh? Incredible. Bravo. Naja, gut, ich will jetzt hier natürlich auch nicht die ganze Folge im Theater rumhocken, ne? Deswegen, ich glaube, 2 Shows sind in Ordnung. So. Ja, das habe ich mir fast gedacht, dass es kein Geld zurückgibt, ne, wenn man vorher geht. Hätte ich genauso gemacht. Um Gottes Willen, der Tag ist wieder rum, hey. Gibt's ja gar nicht. Das ging ja schnell. Was? Hä?
Real Estate, aha, na dann. Ah, ist die Polizei, gell? Ja, ja. So, the new Police Department, Hauptquartier, Headquarter. So, aber so wie es aussieht, haben sie momentan keine Jobs für uns. Nee. Oh, was haben wir da denn Schönes? Ja, der Pin-Up-Kalender, 1899. Kennen wir da irgendjemand? Hello there. Auf den ersten Blick würde ich sagen, nein. Nee. Naja, solange wir nicht drauf sind, ne, ist alles gut. Wobei, es überrascht mich eigentlich, dass wir nicht drauf sind. Ja, danke, geht so, ne? Hey, partner. Mhm. Howdy. Hey there. Hey, partner. Oh, hier sind dann keine Franzosen mehr, ne? Franzosen sind nur im besseren Viertel. Aber gut, hier geht's dann schon Richtung... Industrie, oder? Ja, Industrieviertel. Da müssen wir, glaube ich, hin. Aha. Aber ich glaube, wir sind zu spät. Vermutlich falsche Uhrzeit, weil hier ist nichts. Vermutlich falsche Uhrzeit. Ja, wir haben uns wieder durchs Theater ablenken lassen. Ich bin der Depp. Hm. Na gut. Oh, da ist ein neuer Missionsmarker. Mary Beth? Was haben wir hier? Leopold Strauss. Mary Beth möchte mit uns sprechen, das ist sehr ungewöhnlich. Mary Beth, die wollte doch sonst nie was von uns. Komisch. Ja, man kann ja zumindest mal hinschauen, ne? Ich meine, jetzt ist dunkel, jetzt passiert eh nichts, also gerade wurscht. So, jetzt ist bloß unser Pferd natürlich meilenweit weg, ne? Ich glaube nicht, dass das bis hierher läuft. Ja, steht da drüben, weil ich muss ja unbedingt zu Fuß gehen. Und hab mich da wieder durchs Theater ablenken lassen. Oh, unser Pferd kommt tatsächlich. Ich hätte es nicht gedacht. Die Mary hat ein so gutes Gehör, dass die... Wir haben es hier drüben abgestellt, ne, dass die so weit zu uns kommt. Ja, da gibt es so ein Haferblätzchen als Belohnung. Hey, Mister. Howdy. Warner. So viel Treue muss belohnt werden. Ich bin echt begeistert. Habe ich sie letztens noch geschimpft, die Mary, ne? Weil sie immer abhaut. Oh. Oh, was haben wir hier denn? Someone here. I won't forget this. Keep running. Huh? Oh, thank you, Mister. Na klar. Have this for my gratitude. Please. Was krieg ich? Ja, nehm ich. Appreciate it. You be careful now. Sound the knees breed sickness. So jetzt $1, cool. $14, das hat was. Ich habe gar keine Waffen dabei, sehe ich gerade, ne? Ist eigentlich. Eigentlich leichtsinnig, ne? So, jetzt aber. Genau. Immer schön bewaffnet sein. Ganz wichtig. Wir leben in gefährlichen Zeiten. Okay, also wir kommen morgen wieder. Am nächsten Tag oder so. Bin mit morgen bin ich vorsichtig. Also mit der Zeitangabe, ne? Okay. So, ja, jetzt muss ich aber schauen. Moment. Könnt ihr über die Eisenbahnschiene abkürzen hier, gell? Wäre zwar ein bisschen riskant, aber naja. Oh Gott. Ja, Sack, Zement. Ja, bist du blind, Mary? Hast du das nicht gesehen? Ich kann doch nicht an alles denken. Du musst auch mal ein bisschen aufpassen. Das ist mir schon lange nicht mehr passiert. Dass ich so absteige, ist mir echt schon lange nicht mehr passiert. Aber war ja klar. Muss auch mal wieder sein, ne? Allgemeine Belustigung fürs Volk, für den Pöbel. Oh, da kommt der Zug.
Es ist schwierig. Vorsicht. Uiuiui. Ui. Oh, ein legendärer Fisch. So viel zum Thema, da wird schon nichts passieren. Mhm. Ist ein legendärer Fisch? Oh, schau an. Brauchen wir aber diese Köder, diese speziellen, ne? Die haben wir aber noch nicht. Da müsste ich vielleicht bei dem Trapper mal schauen, ob wir da ein paar schöne Köder kriegen. Jetzt ist es auch noch neblig, man sieht wieder nichts. Junge, Junge. So, hier ging es mal nicht links. Das klingt toll hier. Klingt ganz toll. Da muss ich im Dunkeln unbedingt durchreiten. Ja, sehr vertrauenserweckend. Okay, und hier links. Und dann hab ich mich komplett verfranst, oder? Ja, oder ein bisschen zumindest. Ein bisschen falsch geritten. Naja, Gott. Ist ja nicht das erste Mal, ne? Überrascht uns jetzt nicht. So, ich habe ja, Moment, bevor ich es vergesse. Oh, da steht einer. Ach, das ist Bill, oder? Das ist Bill. Naja, der Retter ist da. Moment. Ich muss ja noch mein Versprechen halten hier. Genau, Mary, hier, schau mal. Feines Haferblätzchen. Fein. Gut. Da sind wir. Oh, wir haben nichts mehr zu essen hier, sehe ich gerade, ja. Nichts mehr zu essen, keine Medizin? Sorge mal. Was ist los hier? So, die Vorräte auffüllen, ne? Was? Ist es so bequem für dich? Ja. Okay, gut. Na dann. Warum nicht? Also. Da ist Micah, da ist Karen. Howdy! Hi, Arthur. Zieh dir doch was an, Mensch. Heieiei. Ah, Schwerarbeiter Michael. Ah, das Monster ist auch schon wieder am Becher, ne? Also, pass auf. Hopefully this will help a bit. Ja, die brauchen mal was zu essen hier. Okay. So, ja, jetzt haben sie zumindest ein bisschen was zu essen, ne? Many thanks, Mr. Morgan. Ja, klar. Okay, da gibt's einen Eintopf, jawohl, da muss ich ja gleich mal hinschmecken hier. Ah, ich hasse das, wenn es so dunkel ist. Jetzt kann ich irgendwie meine Lampe gar nicht ausrüsten, oder? Nee, es geht nicht. Was ist das hier? Achso, der Raubtierköder. Den haben wir auch nie wirklich benutzt, den Raubtierköder. So, kriege ich jetzt hier den Eintopf? Ja. Come on now, Pearson. Pearson, pass auf, ich muss ja mal einen komischen Eintopf hier essen. Menschenskinder da, echt. Ah, ja, ja, Spachtel, Spachtel. Sehr gut. Da ist die Mary Beth. Oh, es ist hell geworden, sehr gut. Ja, ein bisschen Mond. Sieht man die Mary Beth. Die liest wieder heimlich vorm ins Bett gehen, ne? Hello, Mary Beth. How are you, Arthur? Fine. How are you? Well, I'm well, I think. It's been quite a run we've had, but we're still alive. So, no regrets? Regrets for what? Well, for joining this band of maniacs. If you're a girl without means in this world, life is very scary. You boys care for me before no one cared for me. Well, life weren't very nice, Arthur. Not after Mama got typhoid, and that was a long time ago. Sure. What about you? I heard you ran into that Mary girl. Yep. And?
Got me thinking how that all ended. Long time ago now. What happened? Well, she didn't love me enough, I guess. Or I wouldn't change. Huh. Well, she was a fool then, Arthur. Well, she put a lot of good years in on an outlaw. She definitely was a fool. In these books, life seems so simple, but in reality, I can't make head nor tail of it. Mr. Morgan! Mr. Morgan, we have a problem. A real problem. It's Tilly. What? She's been taken by them Foreman brothers she used to run with. Come along! The Foreman brothers? What are they doing here? Well, I don't know what they've been doing here, but I can tell you what they're going to be doing here. Dying. Sure. Do we need more guns? You and I can handle this, Arthur. Where are we heading? I'll tell you on the way. Just get going. Okay, das ist jetzt unerwartet. All right, head for Rhodes. And quick! She's in Rhodes? No. She's at a place called Radley's house, just west of there. How do you know? When we first got here, she told me she was worried that our camp was near a safe house that gang she ran with used from time to time. And you told Dutch? No. She spoke to me in confidence. I suppose I didn't think it would be a problem. And now it is. Oh, yes. What do they want with her anyway? I think I saw one of the foremans hassling her and Valentine. Yes. They probably followed us down here. You don't know what happened? She killed one of them, for good reason, but clearly they don't see it that way. Tilly? Yes. Young Tilly Jackson isn't as sweet and innocent as you might think. But like I say, she was defending herself. She fled and fell in with us right after that. I just hope we can get to her in time. It's not too far. If they've touched a single hair on that girl's head, I will eviscerate the sons of bitches. See? You do care, Miss Grimshaw. Of course I care. About all of you fools. Some just require a firmer hand than others. You especially. Thank you. I swear half of you would just rot in your own filth if nobody kept you in check. No doubt. Well, I don't know. First Jack, now Tilly? This isn't good, Arthur. Kidnappings ain't nothing new. These things happen sometimes. Hell, they've happened to you. I know. Never gets any easier, though. We'll get them both back. Ihr macht sich also doch Sorgen, die Miss Grimshaw, ne? Die ist immer so ein bisschen nach außen, so ein bisschen hart, aber ist einfach eine gute Seele. Die hält so die ganze Bande zusammen. Und Tilly, ja klar, stimmt, da war ja mal so ein Zwischenfall in Valentine. Ist auch schon länger her. Okay. I think there's a guard. I'll deal with him. Whoa. What you want? Kind sir, we're lost and in need of some help. Oh, get out of here. Oh, I see that kindly face of yours, and I know that for the right inducement, a gentleman such as yourself could be mighty kind. Now get out of here. Oh, now you keep saying that. You don't mean nothing by it. I said... You said your last words. Well, what are you waiting for? Get in there and find our girl. Miss Grimshaw, ich will mich, glaube ich, nie mit dir anlegen. I'll take that. Ja, Sabolot. Lass lieber mich vorgehen. Ne? Also dann. Howdy. Are you going in there or not? Ja, ja. Jetzt entspann dich. Ja, ich hätte so einfach eintreten können, ne? What the hell? Jetzt nimm die Knarre in die Hand, Mensch. What the hell you think you're doing? Dass er da jetzt mal die Knarre wieder weglegt, so ein Depp. Da klopfen wir mal an. Zack. So, Tilly. It's okay, Miss Tilly. Now, let's get you out of here. I thought there was... Yeah, it don't matter what you thought. It's okay. All right, let's go.
Oh, come along, miss. Thank you, both of you. What happened? It was Anthony Foreman. He thinks he owns me. I remember. Where is he? He went out hunting or something. There were five of them, I think. Well, we killed those fellas there. There they are. Come on. Tilly, grab that gun. Anyone approaches, shoot them. Oh, don't worry. I'll be just fine. Now catch that bastard. Na dann, auf geht's. Come on. All right, get after them. You picked the wrong girl. Oh, you're gonna pay, all of you. You got it. They're heading down the hill to the water. Da ist er noch einer. By the shoreline. Hoppala. Oh Gott. We're coming for you, you bastards. Wie sich die alte Grimshaw aufregt, wie geil. Mein Gott, ich treffe gar nichts hier mit dem Ding. Stay right on their tail, Arthur. Oh, look at these cowards. Jetzt aber. All right, I think that last one's the boss. Lasso him and we'll take it. Okay. Back to Tilly. Lasso ist gut. Don't kill him yet. I want Tilly to have the last word on this bastard. Don't let him get away. Come here. That's it. Now make sure you tie him up real good. Genau, einfach noch drüber schnell. Na, geh her, Burle. What are you waiting for? You son of a bitch. Na? Genau, im Dreck fesseln. Sehr schön. All right. You bring that bastard back to Tilly so we can all have a nice little chat. I'm gonna head over there now to check she's okay. With pleasure. I'll take his horse. He won't be needing it no more. Das glaube ich auch. So. Ich habe mir das Pferd ausgeliehen, oder? Ich wollte gerade sagen, ich habe jetzt Mary gesucht, aber... Appalosa. Mhm. Let's go for a ride. Come on now. You have the first idea what you're getting into. Ach, halt doch die Backen. What now? What the hell? Well, thanks for the introduction, Anthony. Is that Foreman with an A? I want the Undertaker to spell it right. Funny bastard. Who are you running with? She didn't tell you? She didn't tell me nothing. This rope is cutting into me. Damn coward. Don't feel so good when you're the one tied up, does it? She killed my goddamn cousin. Oh, don't worry. You'll be seeing him soon enough. What are you gonna do with me? I ain't sure yet. Reckon I'll let Tilly decide what you deserve. You're wasting your time with that girl. She's a liar. She'll screw you over like she did me. I should have shot the bitch yesterday like I said I would. You just shut your mouth now, Anthony. I've heard enough. Son of a bitch. Ach Gott, das sind wir bei Rose. Ja, da müssen wir ein Stück weg, glaube ich. Da sind wir richtig. Here's your man. Bring him here. Dump him on the ground here. I want to get a good look at this monster. Na, geh her, Anthony. So he's still alive then? I guess. You see this girl? You leave her alone. She killed my cousin. Your goddamn cousin had it coming, Anthony Foreman. I don't care if she shot your daddy and cooked your mama for breakfast. She's mine. She ain't yours. You know, a friend of mine, he always says, revenge is a fool's game. Now, you want all your boys dead? She had her reasons. We was family, Tilly Jackson. You Foreman boys ain't no kind of family I want. Kill him, Arthur. You want that? I want him to go away and tell the remaining of his cousins and the clowns he rides with to leave me alone.
Now you think you can do that, Anthony? Or should I slit your throat and just save us all the bother? I'll leave you alone. History is done. History is never done. It's your call, Arthur. But I'd slit his throat. Go on. Tilly hat entschieden. All right. Come on. Let's get you home. Yeah. Now get out of here. Das ist nicht an uns, das zu entscheiden. Genau, die Tilly hat entschieden. So, aber man kann ja mal schauen, ob es hier noch irgendwas Hübsches gibt für uns. Ne, wenn wir schon mal da sind. Aber es sieht ja gar nicht so aus, ne? Kaugummi brauchen wir keinen, haben wir genug. Das sind noch Zigaretten. Premium-Zigaretten, ah ja, natürlich. Ah ja, ich muss ja wieder rauchen. Ganz vergessen. Die guten. Lass mal durchzwirbeln. Ja. Okay. So, neues Bild. Wunder der Reisen. Eine US-Fregatte. Wow, 80 Cent, ey. Na gut, aber immerhin eine Uhr hat er gehabt, ne? Das ist ja schon mal gar nicht schlecht. So, den Apfel nehmen wir noch mit. Schrank können wir noch durchsuchen. Dosenlachs, oder was ist das? Ja. Der gute Schmitz Dosenlachs, wer kennt ihn nicht? Da ist nix. So, da haben sie die Tilly festgehalten, genau. Ah, ein bisschen Schmuck. Kleine Brieftasche. Nice. Bisschen Money. Ja, das nimmt man doch gerne mit. So, Kautabak. Ein Haartonikum, das brauche ich unbedingt. Oh. Schlangenöl. Waffenöl. Ja, also lohnt sich auf jeden Fall, das Zeug noch zu durchsuchen. Nochmal ein bisschen Ammo. Und das war's, okay. Da haben wir schon geschaut. Dann bleibt, glaube ich, bloß noch der Raum hier. Okay, das... Ja gut, da drüben ist noch was. Was haben wir hier? Ein Wundertonikum, ja, das brauchen wir unbedingt. Gerade Klamotten. Naja. Okay, das war's. So. Was haben wir denn da vom Pferd eigentlich? Papalosa, Tigerscheck. Naja, ist jetzt gar nicht mal schlecht, ne? That's it, girl. Ist gar nicht mal schlecht? Ich hab's gerade geputzt und trotzdem kommt der Hinweis, dass es dreckig ist. Naja, also. Okay. Oh, in Rhodes ist die Fahndung offenbar. So wie es aussieht.
Bis zu Ende. Ne, das war ja abgeriegelt. Okay, da ist noch eine Person und ein Steckbrief. Ja, dann schauen wir doch da noch hin. Ja. Ich habe gedacht, wir können uns jetzt in Rhodes erstmal nicht mehr sehen lassen. Ja, weil wir so heiß sind. Weil wir die ganze Stadt zusammengeschossen haben. Aber gut, offenbar. Da ist ja auch Alden, ne? Wo uns der Trelawney den Tipp gegeben hat, dass der uns ein paar heiße Tipps geben kann wegen Überfällen. Okay. Morning, partner. Morning. Okay. Ah, gut. Nachdem wir den Sheriff platt gemacht haben, gibt es jetzt hier quasi die Kopfgeldaufträge. 25 schimmelige Dollar, echt? 25 Dollar, Mark Johnson. Postkutschen und Zugüberfälle. Lebendig, ah ja. Siltwater Strand. 25 Dollar ist ja ein Witz, oder? Das lohnt sich ja gar nicht. Das ist ja die Anfahrt teurer. Hei, hei, hei. I happen to know that fella is farming the swamp. Sir, good morning. We're trying to, up by Siltwater Strand. So, wo soll das sein? Ah, da oben, okay. Auf dem Weg Richtung Plaisance. Mhm. Gut, das ist was, das kann man mal mitnehmen. Das ist jetzt nicht so weit weg, ne? He's a bad egg. Fancy that. I seen them coming and going here, and I never had an inkling. Oh, hello. Been a while since you were around this way. Ich hab Kopfgeld. Hab ich Kopfgeld? Ich wollte gerade sagen, ich hab doch kein Kopfgeld mehr. Sowas. Okay, und offenbar hat er aktuell nichts vor uns. Oder halt, ah ne, ich muss da drüben hingehen. Ah. Okay, es sagte mir nur hier drüben. Hä? Well, hello again. I got another one. Das ist ja witzig, oder? $2 für einen Hinweis. Ja, okay. How's things, Alden? Good. All right. This is a little different. Take the coach and deliver it to my contact. He'll pay you well for it. It's a fragile cargo, so go easy. Okay. But the money best be right. Oh, it is, Arthur. I promise, it's very right. Mhm. Gut. Reiten Sie nach Norden, Straße am Felsen vorbei. Wagen voller Antiquitäten aus Richtung Nordosten. Unterwegs zu einem Käufer in Rhodes. Sollte nur ein paar Wachen dabei haben, liefern Sie alles bei Seamus. Ah ja, okay, Emerald Ranch. Gut. Hm. Na gut. Danke. How do you do? Bye. Auf der Emerald Ranch. Seamus hat auch überall die Finger drin, ne? So, auf geht's. Gut, wo ist die Kutsche? Ah, da drüben, okay. Dann würde ich sagen, wir reiten erstmal darüber und schauen dann. Wenn es in Richtung Rhodes geht, dann kommt die uns ja entgegen. Quasi sehr entgegenkommend. Da habe ich natürlich bloß... Da habe ich natürlich bloß diese Shotgun dabei. Und nicht meine sonst üblichen Knarren. Weil die hängen ja bei Mary am Sattel. Tja. Okay. Wegpunkt erreicht. Ach, die bewegt sich gar nicht, oder was? Oder bewegt die sich erst, wenn wir in der Nähe sind?
bin etwas überrascht. Wow! Der Stein! Die Schatzkarte! Ja! Kann mal einen Marker machen hier. Das sieht aus wie auf der einen Schatzkarte hier. Ja, und da ist auch dieser komische Baum. Alles klar. Okay, das war jetzt Lucky. Das, diese, der aussieht wie so ein Gesicht, der Stein, ne? Hey, was macht ihr zwei hier? Howdy. Good morning. Macht ihr Spielchen hier mit dem Hund oder was? Mhm. Ja, manchmal muss man bloß durch die Gegend reiten. Und durch Zufall findet man dort geile Sachen. Okay. Also. So. Ah, man muss warten, bis der Wagen dann kommt. Okay. Alles klar. Hm, verstecken wir uns hier mal im Gebüsch. Okay, then. So, mal schauen, wo kommt da ein Wagen? Ja, nimm lieber die Knarren hier, das ist mir lieber. Das mit der Shotgun, ich weiß nicht. Ich will nicht mit dem Kutscher sprechen. Warum sollte ich mit dem Kutscher sprechen wollen? Wobei, auf der anderen Seite bieten sie es an, gell? Also. Na, dann. Okay. Quatschen wir mal mit dem Kutscher. Wer weiß. There we go. Oder wirklich große Eskorte ist da gar nicht, gell? Howdy! Hey there! Hello! Your back left wheel seems shaky to me. Looks like it's about to come off. Yeah? Lol, okay. Look, right. Da geht's natürlich auch, ne? So. Ne? Schon tot, okay. Gut. Ganz ruhig. So. Absteigen. Ja, ich loote jetzt alle nicht, ne? Das ist mir. Oh. Kunst, Schaden. Ach Gott, mit dem Zeug muss man bestimmt höllisch aufpassen. Eieiei. Da bin ich genau der Richtige. Arthur, the wheel morgen hier. Vorsichtig fahren. Nee. So, komm mit. Da bin ich ja ganz genau der Richtige. Ich schrott das Zeug, ich weiß es. Ich schaff's, ich mach die ganzen Skulpturen und alles kaputt. Aber so transportiert man das doch auch nicht. Also wirklich, das. Da packt man erstmal einen Riesenhaufen Stroh drauf und auf das Stroh legt man das Zeug dann. Oh Mann. Naja, nicht unser Problem. Genau, nicht unser Problem. Ah, doch, eigentlich schon unser Problem. Wenn wir es kaputt machen, dann gibt's weniger Geld. Interessant, wie sich so eine Folge doch entwickelt, ne? Ich bin eigentlich mit der Absicht aufgestanden, heute in Sword nie was zu machen. Das hat am Anfang, die ersten 10 Minuten oder die erste Viertelstunde auch gut funktioniert. Gut, davon 10 Minuten haben wir uns eine Show angeschaut.
Eigentlich wollte ich ja zu diesem kleinen Weihe, zu diesem kleinen, ja, Tümpel in Saint-Denis, weil da war ja so eine unbekannte Person. Die haben wir nicht getroffen, weil es Nacht war. So, dann geht's zurück zum Lager, weil der Mary Beth irgendwas von uns will, was ja sehr ungewöhnlich ist, denn Mary Beth will sonst nie irgendwas von uns. Und dann sind wir plötzlich mit der alten Grimshaw unterwegs, um Tilly zu retten. Und das Ganze ist am Schluss dann geendet in einem Kopfgeldauftrag, den wir bekommen haben, plus einen entdeckten Spot für die nächste Schatzkarte, plus einen Kunstraub, den wir abliefern müssen bei Seamus. Interessant, oder? Also das, naja, so ein Drehbuch kannst du ja gar nicht schreiben. Ja. Weil auf die Idee kommt keiner. Das ist wieder so ein typisches Spiel, wo du, naja, wo du nicht planen kannst. Wo du einfach, lass es am besten auf dich zukommen. Schau, was passiert. Einfach schauen, was passiert. Okay, so, jetzt müssten wir aber auch schon bald da sein, ne? Allzu weit ist es nicht mehr. Hier der Stall und dann... Genau, da hinten ist es auch schon. Okay. Oder wenn ich das durch den Nebel da richtig gesehen habe. Howdy. Also ich bin überrascht. Bis jetzt ist es ganz gut gegangen. Ne, ich fahre natürlich auch sehr vorsichtig. Also das irgendwie, ich bin hier versucht, ständig Gas zu geben. Diese alte Rennfahrermentalität in solchen Spielen. Aber ich muss mich gerade echt zusammenreißen, dass ich hier keinen Scheiß mache. Ja. Okay. Seamus, mach die Hütte auf. Da kommt er. Super. Ein Seichwetter. Figured this might be of interest to you. There a war on I don't know about? How the hell you get it so beat up? And this is for you. Na? Und? Wie viel gab's? Was? Gerade mal $40, echt? Ey, du zahlst mir für jede andere Kutsche auch $40. Ist ein Witz, oder? Als klettert er wieder, natürlich. Komm. Wie geil. Remember you. So, ja. Was kannst du mir denn Schönes herstellen eigentlich? Ja, nichts kann er herstellen. Okay, Talisman kann auch nicht herstellen. Eine Muschel und der Bison? Legendäres Wildschwein, naja. Naja. Silberkettenarmband brauchen wir noch. Na schön. Been a while since you were through here. Go on, have yourself a quick nosy. Hast du Köder? So Spezialköder? Hast du nicht, gell? Nee. Tut und dann lass gut sein. Alles klar. Danke dir. Okay. Oh Mann. Na schön. Liebe Leute, bei dem Sauwetter würde ich sagen, wir machen eine kleine Pause. Genau, wir machen eine kleine Pause. Ich sage vielen Dank fürs Dabeisein hier bei Red Dead Redemption 2. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, eine gute Zeit. Macht's es gut. Und Servus.